Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Adventskalender 2014, bei dem wir uns an 7 Tagen vor Weihnachten 7 Spiele anschauen werden, die es total wert wären, über Weihnachten gezockt zu werden. Ja, ein Spiel haben wir ja schon aus der großen Geschenkeverpackungs-Arie genommen und es hat sich herausgestellt als Castlevania Symphony of the Night natürlich ein absoluter Kultklassiker und vielleicht sogar ein Spiel, was ihr jetzt über Weihnachten zocken werdet. Es sind aber noch jede Menge Pakete vorhanden und ich greife jetzt gleich nochmal in den Stapel und schaue mal, was jetzt uns da so entgegenspringt. Ich nehme mal, letztes Mal war es ein kleineres Paket, ich nehme mal das größere hier. So, das ist zwar nicht ganz so groß wie die größten Pakete, die wir letztes Jahr dabei hatten, da waren große Super Nintendo-Verpackungen drin, aber ich glaube, ich kann mir auch schon denken, was es ist von dem Umfang her. Es ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles und ich mache mal auf. Mit toll lag ich auch richtig, aber das liegt auch daran, dass ich einfach die Spiele auch vorher selektiert habe. Aber es ist auch dementsprechend die größte Packung. Es handelt sich um Shining the Holy Ark. Die Shining-Serie, große Rollenspiel-Strategie-Action-Adventure-Serie von Sega. Und Shining the Holy Ark ist mit einer der besten Teile für den Sega Saturn gewesen. Dungeon-Crawler-Rollenspiel. Und was das Ding drauf hat, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Sonic, Software Planning. Wie der Name schon sagt, gehört Shining the Holy Ark zur berühmten Shining-Serie von Sega, eine Reihe an Spielen, die es seit weit über 20 Jahren gibt und von der es auch weit über 20 Einträge bisher gibt. Und die Shining-Serie hat 2 Merkmale. Das erste ist der Entwickler Sonic Software Planning, heutzutage unter dem neuen Namen bekannt Camelot, die nicht nur Shining Games für Sega gemacht haben, sondern auch beispielsweise an Everybody's Golf für Sony dran saßen und vor allem an Golden Sun für Nintendo mitgebaut haben. Ja, und das andere Merkmal ist, dass sich die Shining-Spiele nicht wirklich auf ein Genre festlegen lassen. Es hat zwar immer irgendetwas Rollenspieliges, aber es gibt Action-Adventures wie beispielsweise Shining Wisdom oder Shining Feather, natürlich die Rollenspiel-Strategie-Games Shining Force 1 bis 3 oder Dungeon Crawler wie Shining the Holy Ark und dessen direkter Vorgänger Shining in the Darkness. Shining in the Darkness war auch das Spiel, das die Shining-Serie 1991 begonnen hat und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich habe ja damals als Sega-Kind hauptsächlich auf dem Mega Drive und dem Master System gespielt und Shining in the Darkness ist ein Spiel, an dem ich fast verzweifelt bin seinerzeit, denn ich habe zwar auf den Computern so aus der Ego-Sicht Dungeon Crawler gezockt, aber das war nochmal eine ganz andere Hausnummer auf dem Mega Drive. Du hattest eine echt hübsche Grafik damals bei Shining in the Darkness, aber der eine Dungeon und es gab wirklich nur einen riesigen Dungeon im Spiel, war wirklich sehr, sehr weitläufig. Man ist aus einer Stadt, die als Hubwelt gedient hat, dann in diesen Dungeon reingegangen und konnte später in einen Turm hoch und wie oft ich da die Übersicht verloren habe und an Gegnern gescheitert bin, das will ich gar nicht wirklich zusammenzählen. Zumindest hat mich das aber nicht dann davon abgehalten, mir auch Shining the Holy Ark anzuschauen und ein Glück, dass ich das gemacht habe, denn alles, was an Shining in the Darkness noch nicht ganz so funktioniert hat, hat dann der 1997er Nachfolger besser, schöner und größer gemacht. Auf den ersten Blick schaut Shining the Holy Ark wie ein klassisches Fantasy-Rollenspiel aus, also alles hat den Ritter und Könige und Trolle und Monster-Touch, wie man ihn aus vergleichbaren Games wie Wizardry oder Might and Magic kennt. Hier ist eben dann die Dungeon-Crawler-Ego-Perspektive-Konsolen-Variante draus geworden, aber die Story selbst ist ein bisschen anders, als man denken mag. Man ist unterwegs als eine Gruppe von 3 Kopfgeldjägern und jagt einem Verbrecher-Ninja hinterher und als man ihn stellt, das passiert relativ zu Beginn,
Beginn des Spieles kommen auf einmal Aliens aus dem Weltraum und böse Geister versuchen unseren Körper zu besetzen, aber einer unserer Kollegen wird von einem bösen Geist besessen und der Ninja, den wir gejagt haben, wird von dem guten Geist besessen und auf einmal die Rollen werden getauscht und für den Rest des Spieles muss man seinen ehemaligen Kollegen jagen. Ja, und daraus eben aus diesem Story-Fundament entsteht ein ziemlich großes und sehr abwechslungsreiches Ego-Dungeon-Crawler-Abenteuer, was zum Zeitpunkt, als das Game rausgekommen ist, 97, auf Konsolen eigentlich konkurrenzlos gewesen ist. Im Gegensatz zu Shining in the Darkness war es locationmäßig ja relativ eingeschränkt, weil man hatte nur den einen Dungeon und den angeschlossenen Turm dahinter. Bietet Shining the Holy Ark echt viel Abwechslung. Man ist auf einer großen Oberwelt unterwegs und die führt in verschiedenste Städte, die auch sehr abwechslungsreich gebaut sind. Man hat nämlich nur eine Ebene, wo man hingeht, sondern geht teilweise dann in den Untergrund und oben in Häuser rein. Das gleiche gilt auch für die Dungeons, Kerker und anderweitige Locations. Die sind nicht nur eben mit verwinkelten Gängen gefüllt und voller Gegner, sondern auch teilweise rätselbehaftet. Da gibt es speziell gegen Ende hin einen schönen Dungeon, ja, der ziemlich eure Denkmurmel zum Schwitzen bringt, weil da sehr viele kleine Rätsel da sind. Und genau sowas gefällt mir eigentlich, wenn du unterwegs bist in einem Rollenspiel und auch wirklich dein Hirn mal ein wenig anstrengen musst und nicht nur auf deine Skills darauf dich verlassen kannst, wie gut du dir gemerkt hast, welche Abzweigung wo genau hingeführt hat. Also das haben sie da schon mal ganz cool gemacht und darüber hinaus kommt auch noch ein ziemlich knackiges und fixes Kampfsystem. Die Gegner, wie sie in den Dungeons auftauchen, sind gut verwoben. Also es ist nicht einfach so, dass du irgendwo hingehst und dann ploppen sie einfach auf, sondern die kommen aus einem Gang raus oder graben sich aus dem Boden raus. Da wurde sich Mühe gegeben, wie das ausschaut und das wird schnell dann über die Bühne gebracht, dass man schnell in den Kampf kommt, den Kampf abfahren kann, dort traditionell rollenspielmäßig aus der Ego-Perspektive, aber grafisch nochmal ein bisschen enhanced, grafisch nochmal ein bisschen aufgepeppt, dass die eigenen Figuren von hinten dann nach vorne kommen. Könnt ihr euch tatsächlich auch ein kleines bisschen wie bei Golden Sun vorstellen, aber nicht diese leicht seitliche Perspektive, sondern tatsächlich, wie man es von hinten spielt. Dazu obendrein das von den Shining-Machern patentierte Überkreuzmenü, mit dem man relativ schnell und fix dann auf alle möglichen Befehle zugreifen kann und wie gesagt, da entsteht ein schöner Mix. Die Story ist eben ein wenig anders, die Dungeons umfangreich und viel mit Rätseln ausgestattet und die Kämpfe gehen gut von der Hand, haben aber auch eine ordentliche Herausforderung, wenn man speziell später im Spiel unterwegs ist und vor großen Bossen und so weiter steht. Ich habe seinerzeit für mich eben ja sehr viele Rollenspiele und speziell auch so Dungeon Crawler Sachen in den 90ern gespielt. Ich würde sagen, das einzige auf Konsole, was so qualitativ an Shining the Holy Ark rankommt, ist das Wizardry für die PlayStation 2, aber danach kommt wirklich nichts mehr. Und mindestens für die Leute, die gerne auf so Dungeon Crawler stehen und gegen mittlerweile ein wenig betagte Grafik nichts einzuwenden haben. Das Game ist ein bisschen seltener geworden mittlerweile. Die japanische Version ist relativ günstig zu erstehen. Meine europäische Version, die ich habe, und auch die US-Version kosten einen kleinen Tacken mehr. Aber hey, wenn ihr euch mal ein bisschen außerhalb eures gewohnten Gebietes bewegen wollt, sei es ob ihr von den Computerrollenspielen kommt oder eher auf PlayStation-Konsolen gespielt habt. Shining the Holy Ark ist heute meiner Meinung nach immer noch eines der besten Sega-eigenen Rollenspiele. Ich würde es persönlich natürlich über Skies of Arcadia legen, aber mir wird persönlich jetzt auch nicht wirklich was einfallen, was da richtig herankommt. Und mir hat es seinerzeit die Weihnachtstage echt gut versüßt. Und wenn ihr noch vor den Weihnachtstagen an ein Exemplar rankommen könnt, dann wird es bei euch nicht viel anders sein. Meine Empfehlung hat es. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. Der Videogame Adventskalender mit 7 Spielen an 7 Tagen, die es total wert wären, von euch an Weihnachten durchgezockt zu werden, geht natürlich morgen weiter. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dann.